Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu WoW Battle for Azeroth. Und ja, ich beginne gleich mit einem großen Fragezeichen, denn die letzte Aufnahme, auch wenn die letzte Folge gestern kam, ja, ist für mich schon wieder ein bisschen länger her. Ich weiß momentan gar nicht, wo wir sind. Wir sind in Nazmir, das weiß ich. In Nazmir. So, wir haben das gemacht, Kopf und Schulter, Knie und Zeh. Aha. Witterten Stein. Ich weiß gar nicht, was wir im Großen und Ganzen noch machen müssen. Wir müssen hier die Lua suchen, ne? Stimmt, wir haben doch hier in der letzten Folge diese Dinger hier. Ah, ich erinnere mich. Gut. Dann gehen wir mal halt zu ihnen. Wir geben einfach die Quest ab. Was haben wir hier? Ah, schön. Aber ich muss leider zum Kampagnenschiff zurück. Das ist ein bisschen dumm. Kann ich das nicht ausschalten? Nervt das nicht ein bisschen? Nö, das ist okay. Und hier haben wir Auktionshaus. Ah, haben wir wieder was verkauft? Okay, mal gucken. Ich starte einfach mal. Wie gesagt, neue Session. Ich weiß gar nichts mehr, ja? Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Nein, ich drehe dir niemals den Rücken zu. Okay, ich kümmere mich um das Gleichgewicht der Natur. Ruhig, Sojan. Ach, der Psychopath ist halt. Ruhig, Sojan. Natürlich ist mir das Gleichgewicht der Natur wichtig. Irgendwie. Er muss ja nichts davon wissen. Okay, das Blut meiner Feinde. Habt ihr schon das Blut für mich? Oh ja. Ja, das wird funktionieren. Bald habe ich meine Macht zurück. Okay. Ja, ich habe deine Ausrüstung. Sie riecht sogar wie neu. Habt ihr sie sauber gemacht? Ich habe sie ein bisschen getragen. Das ist jetzt der typisch männliche Blutelfengeruch, den ihr jetzt tragt. Geht mit Johnny zum Glück. Genau, wir müssen ja diesen großen Dino, diesen Uruk, müssen wir zur Strecke bringen. Stimmt, ich erinnere mich wieder, ja. Hey. Was treibt ihr hier? Oha, jetzt ist schon soweit. Warum kann ich denn nicht... Hallo, ich möchte das Modell... Nigel. Moment mal kurz. So, bin wieder immer da. Schön aufpassen. Ups, wie ihr sehen könnt, ich habe mich wieder gemutet und dabei die Taschen geöffnet. Was ist das denn hier? Abenteuerführer? Aha. Ja, das war sehr interessant. Immer wenn ich mich jetzt mute, dann öffne ich irgendwie meine Taschen. Das ist hier vorgegeben, keine Ahnung. Also nicht wundern. Ich habe gerade ein bisschen abgehustet. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, hey, Mann. Uruks wahrer Tod. Es ist getan. Meine Macht ist zurück. Jetzt geht's Urok an den Kragen. Er war einst so ein stolzes und prächtiges Tier, wisst ihr? Jetzt ist er nur noch ein seelenloser Untoter. Das darf nicht sein. Wir schenken ihm seine ewige Ruhe. Ich renn voraus. Wenn ihr in seine Nähe kommt, springe ich aus seinem Versteck und greife an. Los geht's. Klappe, Sojan. Natürlich werden wir gewinnen. Und wenn nicht, müssen wir eben einen anderen Schurken her, der uns hilft. Ja, klar, wahrscheinlich. Wir werden sowas von gewinnen. Shadra sieht alles. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Urok muss sterben. Ja, das sehe ich ähnlich wie du. Oha. Wow, auf in den Kampf. Aber erstmal ein bisschen Monolith vorkommen. Abknuspern. Hallöchen, Urok. Ich habe auf dich gewartet. Du bist... So. Ich mache jetzt einfach mal. Ich sehe den gar nicht, Alter. Ich bin direkt vor seinem... Kann man den eigentlich... Tatsächlich, geht sogar. Wow, der war ja leicht. Haha, wir haben es geschafft. Also... Was machen diese Dinger in Uruk? Ja, sind halt, ne? Sind halt fiese Viecher. So, das war alles? Das war alles jetzt. Langweilig. So, wir haben noch eine Gebietsquest. Sollen wir die machen? Sollen wir diese Gebietsquest machen hier? Infizierte Saurolisken-Eier. Saurolisken und die Eier vernichten. Erstmal geben wir ab. Wer seid ihr denn? So. Wir haben es geschafft. Uruk ist Geschichte. Es tut mir leid, dass er so enden musste. Aber so eine Kreatur darf nicht existieren. Ich habe noch einiges mehr zu tun. Zum Beispiel die zwei anderen Trolle finden und töten. Was meinst du, Sojan?
Soll ich es ihm sagen? Nein? Okay, na gut. Bis bald. Und bleib nicht zu lange in Nazmir. Hier geht's nur Verrückte. Oh mein Gott. Okay, so sei's. Mal schön mit euch zu arbeiten. Wenn ihr einen Troll namens Kruger findet, bringt ihn einfach um. Sei nicht albern, Sir John. Er wird nicht denken, dass ich Scherze mache. Also gut, ich werde mich klarer ausdrücken. Ja. Okay. Ich war kurz überlegen, ob ich jetzt weitermachen soll, aber irgendwie fehlt mir jetzt der Anhaltspunkt. Jetzt muss ich hier hin, ne? Ja, ich bin hier quasi durch. Die Gebietsquest mache ich jetzt mal nicht. Ich denke, ihr werdet mir das nachsehen, oder? Werdet ihr mir nachsehen, dass ich die Gebietsquest hier nicht... Das ist ein bisschen verführerisch, oder? Also ein bisschen verführerisch ist es schon. So, ist tot. Und ich muss hier nur einfach rüberrennen. Aber lohnt sich das? Ich denke mal... So, warte, wir haben 32%, ja? Ich mach mal eben. Ich habe kein Ziel. 6, das sind 4. So wenig ist das nicht. Also eigentlich war es ja geplant, dass ich dabei... So, ein bisschen über die Eier treten. Ich mach mal kurz. Du bist tot. Du sowieso. Ich bin unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich möchte schon. Vor allem, wenn ich genügend Eier habe, über die ich klettern kann. Ich brauche ein Ziel. Guck mal, wir haben jetzt schon 53%. Mit den Eiern 59, 62. Boah, Leute, wisst ihr was? Wir haben eigentlich nicht viel Zeit, aber wir müssen ja sowieso noch viel machen. Ich suche jetzt ein paar Eier, dann renne ich da einfach drüber. Oder ich kill halt ein paar Viecher. Oder ich mache beides. Oder ich sammle einfach noch ein bisschen Sirenendorn. Sirenendorn ist sehr, sehr wichtig. Muss ich für meine Mission sammeln. Ihr wisst ja, was los ist. Obwohl, Moment mal. Das ist jetzt wirklich wichtig. Erstmal kriegen wir XP und wir kriegen, also, einen Haufen Gold dafür. Ah, hier. Dann wieder Eier. Ich muss näher ran. Mal hier, pass auf. Jetzt mache ich da ein bisschen Kamikaze-Style. Hi. So, die Eier und die Eier. So, und der nächste. Auch mal ein bisschen sein Fett weg. So, ich heile mich in der Zeit. Auch noch. So, weg mit dem Gift. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, 83. Die Eier, habe ich die nicht geplättet? War ich da zu langsam für? Ich war zu langsam für die Eier. So, 92, guck mal. Dann renne ich schnell hier rüber. Und noch ein paar Eier. Hallo. Dann mache ich dich noch kaputt und dann dürfen wir es eigentlich haben, oder? Guck mal, wie schnell das geht. Und wir haben ein bisschen XP gesammelt. So, tada. 34.000 XP und ein bisschen Gold. Also ich würde sagen, das lohnte sich. Das hat sich gut. Ich bin jetzt komplett... Ja gut, muss ich halt noch ein bisschen weiterlaufen, aber wir haben noch Zeit. Letztendlich geht es doch darum, Erfahrung zu sammeln. Monster zu killen. Nicht stumpf zu grinden, okay. Aber das hätte ich ja eigentlich so nebenbei machen müssen bei der letzten... Bei der letzten Quest. So nebenbei ein bisschen mehr. Ich würde sagen, manchmal kann man es machen. Manchmal ist es aber auch ein bisschen zu müßig. Je nach Quest. Aber jetzt, weil ich habe ja auch schon länger nicht mehr gezockt. Deswegen hatte ich mal Lust darauf, einfach mal ein bisschen zu machen. So. Du bist lieb, ne? Oh, du bist lieb. Guck mal hier. So.
Hug. Oh. So. Pucci Pucci Nashorn? Triceratops? Nashorn, wie komme ich jetzt auf Nashorn? Oh, guck mal hier. Wir haben hier wieder was zum Sammeln. Sirendorn. So, nochmal 3400 XP. Allein schon dafür, wir pflücken eine Blume und kriegen 3400 XP. Wer bist du denn? Da hast du Glück, dass du ein 120er Menschenkrieger bist und wir auf dem PvE. Ich hätte dich sowas von weggefegt, also lieber Scholli hier. Da hättest du aber doof geguckt, du. So, ich weiß nicht genau, was wir hier machen müssen, aber ich mach's einfach. Ah, wir müssen hier irgendwas töten wahrscheinlich. Oder? Nee, die Schreine untersuchen. Nicht mehr weit. Die erste Präsenz, die ich gespürt habe, war irgendwo neben dem Wasser. Okay. Ach, da hinten ist das doch schon. Erstmal neues Questgebiet, erstmal ich muss töten. Das okay. Monument da sieht genauso aus wie Bonsamdis Schreine in Suldasar. Ist aber viel älter. Die Opfergaben sind frisch. Bonsamdi hat anscheinend einen Anhänger hier im Sumpf. Da müssen wir mal gucken. So, müssen wir hier rein, zufällig? Ich würde sagen, zufällig ja, oder? Ich spüre hier Zorn und Kummer. Ich auch. Was auch immer hier geschehen ist, es hat kein gutes Ende genommen. Hör auf. Wer auch immer du bist und warum du auch immer bist, hör einfach auf. Ich bin ein Schurke, dem du nicht gewachsen bist. Ja, ein verzweifelter Stach. So sieht's doch aus. Was bist du jetzt für ein Vieh? Ein Schreckenzettel. Und du siehst aus wie eine verkorkste Spinne, ey. Ich brauche ein Ziel. Als ob du nicht wüsstest, nicht weder Fisch noch Fleisch, ne? So, und auf zur nächsten Stelle. Ich muss... Ja, natürlich. Wenn es so weitergemacht wird, wird hier eine Fährte für so einen Wurm Sadi. Ich möchte hier erstmal untersuchen. Was? Warte mal, da jemand ist da drüben und das ist kein... Komm. Ich mache jetzt erstmal das eine. Eins nach dem anderen. Ich weiß ja, hier merken wir uns, sind Leute, die irgendwie Bock haben, uns eine Quest zu geben. Alles gut. Ist ja okay. Hi. Eine Bluttollfrau? Sieht aus, als ob sie geopfert wurde. Seht, der Mörder hat einen Dolch dagelassen. Ein kleiner Zauber und... Da, folgt dem Phantom. Finden wir raus, wo der Anhänger Bonsamdis hin ist. Oh. Gut. Aber ich muss da hinten nochmal hin. Hätte ich mal wieder nicht gemacht, ne? Obwohl, ganz ehrlich, ich meine, wir sehen doch da hinten. Haben wir das nicht hier auch verzeichnet? Wir müssen hier hin, ja. Pass auf, ich sammle kurz noch. Die Flussknospe. Auf der habe ich es abgesehen. Warte mal. Hier ist ein... Warte mal. Ach, guck an. Hier ist, nichts. Hallo? Oh. Wow. Wow. Ich bin böse. Okay, dann bist du tot. Mach mal so ein bisschen. So, und dann du auch nochmal. Ja, ich hau dir mal eben kaputt. Oder die, besser gesagt. Zwei an der Zahl. Jetzt mach doch mal nicht so ein Theater hier. Meine Güte. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was war das? Ah! Cool, Artefakt macht gut. Und dann pflanzen wir noch was. Nee, wir pflücken nicht, wir pflanzen. Das genaue Gegenteil machen wir. Okay, dann gehen wir zurück. Ganz beflissen. So, wo war denn das nochmal? Da hinten irgendwo, ne? Jawohl, hier.
Wenn wir so weitermachen, wird das hier nie fertig für Pfomsadi. Warte mal, da ist jemand da drüben und das ist kein Bluttroll. Hey, hier drüben. Hallo. Oh, ich rede mit einer. Ich lese das, die Sache hier vor mit einer tiefen männlichen Stimme durch und dabei ist das eine Frau. Sprecht und die Lohr hören zu. Ja gut, so weiblich, egal. Diese Untoten sind eine Beleidigung für Pfomsadi. Wir können nicht ruhen, bevor wir das nicht in Ordnung gebracht haben. Pfomsadis Erlösung? Pfomsadi, der Lauer des Todes, hat uns beauftragt, diesen Ort von Untoten zu bereinigen. Wir werden von einem Monster namens Borkelwax kontrolliert. Könnt ihr helfen? Dort drüben zerstören Zombies den Tempel von Pfomsadi und wir sind nicht stark genug, um alle zu zerstören. Nehmt diese Fackel, tötet die Zombies und verbrennt ihre Leichen mit der Fackel. So werden ihre Seelen zu Pfomsadi finden. Wenn ihr das tut, sind wir dem Sieg über Kelwax einen Schritt näher. Kelwax. Ja, okay. Verbrennt 10 entweihte Trollleichen mit der Einäscherungsfackel. Das können wir. Respekt für die Rituale. Wenn wir die Seele von Kelwax zu Pfomsadi senden wollen, müssen wir sorgfältig vorgehen. Wir müssen dafür zwei Sachen machen. Als erstes gibt es beim Tempel in der Nähe noch Fackeln. Zündet die mit der Fackel an, die ihr von mir habt. Mit den Fackeln haben wir früher angezeigt, dass wir einen Geist zu Pfomsadi bringen. Kelwax wird begreifen, dass sein letztes Stündlein geschlagen hat. Als zweites brauche ich ein spezielles Ritualpulver, das tief im Tempel drin ist. Nur damit können wir Kelwax aufhalten. Und jetzt geht. Ich bete darum, dass Pfomsadi uns beistehen wird. Die Lohr sehen alles. Okay. Wenn's mehr nicht ist. Wenn es mehr nicht ist. So, wo komme ich denn hier rein? Also ich muss ja hier irgendwie rein, richtig? Habe ich gehört. Oder bin ich jetzt da fehlinformiert? Habe ich das falsch gelesen? Ich muss euch töten, ja? Ich bin außer Reichweite. So, pass auf. Ich töte dich jetzt mal kurz. Das ist zu weit entfernt. So. Ah, Moment. Oieieiei. So. Muss ich das hier mitmachen? Ja. Guck mal, geht doch. Okay, hier, wenn überhaupt, muss ich hier nicht rein. So. Das mal hier mit. Der hat gar nichts bekommen. Ach ne, der war das hier. Ups. Entschuldigung. So, ihr seid beide tot. Und ihr seid jetzt abgefackelt. Ich weiß, nicht wirklich geschmacksvoll, meine doofen Sprüche, aber... Wow, die bedanken sich auch noch. Tja, das sind ja verrückte Leute hier. Ich kann mich an diese Quest gar nicht mehr erinnern. Ah, die Fackeln anzünden, stimmt. So. Wird nicht lange dauern. Nur das und die Fackeln anzünden, ja? Easy. So, nochmal hier. Wir lassen die alle ausbluten. Ach ja, habe ich vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. Bin ich doof? Was ist das? Blutarschfresser. Okay. Den brauchen wir nicht, ne? Ich bin außer Reichweite. Ja. So, ich brauche noch mehr Fackeln. Irgendwie. Hör mal auf. Ah, du bist ein ungültiges Ziel. Lass mich zu Pfomsadi gehen, bitte. Wamdi. Du kannst ja gehen. Kannst du gehen? Komm, hier. Mach Kladutsch. Und hier nochmal anzünden. Das hier? Ein Ritualpulver. Hier ist es doch. Ja, dann machen wir das mal eben. Ja, heul nicht rum. Du darfst zu Pfomsadi gehen. Das sind merkwürdige Namen. Ich mag diese Namen gar nicht. Ey. So, einmal das Ritualpulver. So, dann nochmal eine Fackel entzünden. Das ist doch easy.
Hört ihr mal auf, die ganze Zeit hier voll zu güllen, ey? Meine Güte, nee. So, ihr seid jetzt tot. Beziehungsweise befreit, natürlich. Ja, noch schnell. Ernsthaft, ne? Das ist natürlich ein bisschen suboptimal jetzt. Haben wir gleich. Alter. Ich habe kein Ziel. Ja, doch schon, aber ne, lässt sich halt nicht so schnell töten. Ja, sind ja fast fertig.